Reue ist natürlich, ich möchte nicht allzu sehr zurückblicken, das ist der Punkt. Aber es gibt schon ein paar Sachen, also wo ich mich nicht gut verhalten habe, und da würde ich zum Beispiel meinem Vater gegenüber, wo ich schon sage, also da bereue ich ein paar Sachen, wie ich mich verhalten habe. Und bei meiner Mutter weiß ich nicht. Das ist, meine Mutter ist, da machen wir mal eine 4 Tage Aufnahmen über meine Mutter. Meine Mutter war eine äußerst, äußerst schwierige Person. Da weiß ich nicht, ob ich was bereue. Bisher noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann. Und sonst bereue ich zunächst mal nichts. Ja, doch, ich bereue, das ist immer wieder, dass ich so ausrutsche. Ich rutsche manchmal so aus auf meinem, in meinem Dasein, und dann reiße ich manche Leute mit bei diesem Ausrutschen, und das ist nicht schön, das ist nicht gut. Das würde ich gern auch abstellen. Das ist zum Beispiel ein Ziel. Da arbeite ich auch richtig dran, dass mir das immer wieder, dass mir das nicht passiert. Also, ja, cholerische Anfälle, Tobsuchtsanfälle, so Sachen, wo man andere niedermacht und das gar nicht will. Ich will ja niemanden verletzen, aber das habe ich schon getan und möchte es eigentlich auch nicht mehr machen und arbeite da wirklich dran. Das ist schon ein Ziel. Ja. Und das andere Ziel ist das, wo ich gerade im Moment jetzt ich habe das Gefühl, dass ich in eine andere Richtung gehe als nur die Schauspielerei. Das hängt mit dem auch zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man als Sekundärkünstler, wie Schauspieler das halt sind, das klingt jetzt so negativ, das meine ich nicht, sondern ich bin ja Erfüllungshilfe, ich bin Ausführender für jemand anders, dann möchte man auch als kreativer Mensch seine eigenen Entscheidungen treffen. Also viele Schauspieler malen ja zum Beispiel, was ich sehr gut verstehe, weil wenn du malst, machst du dann unten deine Unterschrift und dann hast du deine Sachen entschieden und deine Sachen gemacht. Ähnlich wie beim Schreiben. Und da bin ich gerade dabei. Das ist dann das eigene Werk. Das eigene Werk, die eigene Geschichte, und Schreiben ist für mich, ich habe wahnsinnig viel geschrieben in den letzten 30 Jahren, und es ist kaum was an der Öffentlichkeit. Das hockt alles in meinem Computer drin und schreit, ich will an die Öffentlichkeit. Ich hab ein Gedichtband rausgegeben mit Gedichten, die ich auf Mallorca geschrieben habe, wo ich ja teilweise lebe. Der heißt Zikaden nehmen Hitze frei. Aus diesen Gedichten habe ich teilweise Musik gemacht, also komponiert. Ein paar von diesen Gedichten habe ich als Lieder komponiert und als CD herausgegeben. Das war mein Traum zum Beispiel, das war so ein Ziel, das ich hatte, mit einer CD mit meinen eigenen Liedern. Und das heißt Musenkuss. Diese CD heißt Musenkuss, und das habe ich mit dem Gitarristen, den ich nach 40 Jahren, der Gitarrist von der Band, in der ich gespielt habe, den ich nach 40 Jahren wieder getroffen habe, und dann haben wir das zusammengearbeitet, und das, ich finde, was sehr, sehr Schönes rausgekommen. Und von wegen Zielen, und jetzt habe ich einen Roman geschrieben, der im April nächstes Jahr, also 2016, rauskommt, der heißt Wintersommer, und das ist mein Ziel, da in der Richtung weiter zu gehen, zu schreiben auch, und ja, und ein paar schöne Rollen zu spielen. Also, ja, es gibt ja für ältere Herren einige sehr tolle Theaterrollen, und das möchte ich gerne, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das passieren wird, und ein paar so Projekte, die ich habe. Ich bin gnadenlos kreativ. Ich habe so viele Sachen im Kopf und auch Projekte, die ich schon gemacht habe, die ich noch machen möchte. Also da habe ich fast zu viel. Also ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das alles sortieren soll, was ich da habe. Aber da habe ich zu tun, und das macht mir Spaß, und das werde ich in den nächsten 31 Jahren machen. Ich werde nämlich 94, weil ich
mit 47 aufgehört habe zu rauchen. Und dann habe ich die Zigarette ausgemacht und gesagt, das ist meine letzte Zigarette in meinem Leben und jetzt werde ich doppelt so alt. Und da, werde ich, da war ich 47. Also so ist es und ich bin da ganz gut dabei. Das macht mir Spaß.